aus Hannover. Das ist der Kapitän der Paulaner Traumelf. Mit der Nummer 35, Bernd Rosinger. Mit Mario Mandzukic. Der Kroate. Die Geschichte. Thomas Müller, der mit seiner letzten Saison natürlich auch nicht ganz zufrieden sein kann. 7 Tore hat er gemacht, beim letzten Spiel noch 2. Bei Fortuna Sachsenrot. Geschwindigkeit ist einfach der große Unterschied zwischen einem Verband. Boateng. Nach 18 Minuten, also das 3:0, Müller mit seinem zweiten Tor. Das hat er mit dem linken gemacht. Gegen den formidablen Torhüter Julian Henzel. Haben wir, nein, keinen lupenreinen Hattrick, weil Müller hat zwar 3 Tore geschossen, aber dazwischen war Mandzukic mit dem 2:0. Mandzukic als Vorbereiter für Müller. So oder auch andersrum könnte es auch in der Saison ausschauen. Mandzukic, der selbstbewusste Kroate. Shaqiri mit dem starken linken Fuß. Und der hat schon... Nummer 7. Hat das Benjamin Kortus gibt das Tor. Clever gemacht von Groß und dann von Gomez. Das hat er noch richtig toll gemacht, Simon Wagner, aber dann natürlich Mario Gomez und den hat es Gustavo wollte ich sagen und Gomez. Also es ist jetzt zweistellig. Schön Ribéry, Gustavo und dann ist er da. Und jetzt kommt Waldemar Hart auf Nummer 11. In der 76. Minute. Aber bislang ist die Mannschaft aus der ersten Halbzeit und das 12:0. Schön gemacht mit der Hacke. Wie heißt der Rang? Quattro-Trick? Oder fängt ein neuer Hattrick jetzt an? Oh, die unseren schon. Schau dir das mal an. Hier, Ribéry aus, ja, 45, 50 Metern und Simon Wagner, der vorher ja auch dann schon genauso gut wie das der ersten, 14:0. Aber so ein Tor von Ribéry gerade, sagen wir, aus schlampigen 50 Metern. Das oder noch schlimmer, Medizinbälle schleppen, gibt es ja auch Trainer, die das machen. Ja, und ist aber weiter im Norden. Ja. In Niedersachsen. Gut gesehen, Ribéry und die...